Jungs, die mittlerweile seit 40 Jahren unglaublich erfolgreich auf der Bühne stehen. Und seit 4 Jahrzehnten lassen sie uns mit ihren Liedern immer wieder träumen. Ah, ich liebe es, mit ihnen zu träumen. Mit ihren Texten regen sie uns immer wieder zum Nachdenken an. Und mit ihrer Musik lassen sie uns immer wieder feiern. Und auch in dieser Zeit haben sie wieder den passenden Ton gefunden mit ihrem ganz unverwechselbaren und einmaligen Sound. Keiner will alleine sein. Herzlich willkommen, PUR! Wir alle gemeinsam träumen natürlich mit euch von der Zeit, in der wir uns dann hoffentlich alle wieder umarmen können und dürfen. Derzeit ist es noch nicht möglich. Aber zumindest können wir mit Millionen Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern heute euer
großes Jubiläum feiern. Und das Schöne ist, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer konnten auch Fragen für euch zuschicken. Unser Feste TV-Team hat sie ausgewählt und Beatrice, die sich in Windeseile wieder verwandelt hat, wird sie jetzt gemeinsam mit mir stellen. Hartmut, du bist bereit? Ich bin bereit. Also erstmal ein großes Kompliment zu diesem Song. Ich habe hinter der Bühne ein kleines Tränchen verdrückt, weil es so emotional und schön ist. Also vielen Dank. Ja, das mit dem Abstand ist halt einfach. Ja, wirklich. Und die Frage ist, und die passt so gut, weil das ein großartiger Text war, den wir gerade gehört haben, aber wie lautet eigentlich der irrsinnigste, unsinnigste Text, der dir jemals eingefallen ist? Da waren schon einige dabei. Ach, wirklich? Aber man macht sich selbst über sowas ab und zu Gedanken und in der Tat ist ein ganz altes Lied bei mir da immer die Nummer eins. Da ist eine Zeile, ich glaube, das beginnt sogar mit der Zeile, enthülle deinen Venusleib. Oh, wow. Und ich war damals spätpubertär romantisch und heute würde ich vermutlich sagen, hey, zieh dich aus. Oh, wow. Hier fragt noch jemand, habt ihr schon einmal um dieselbe Frau gekämpft? Das ist das große Geheimnis, glaube ich, warum wir uns nach so vielen Jahren immer noch so gut verstehen. Das gab's nie. Also die letzte Frage muss natürlich lauten, habt ihr uns denn zu eurem großen Jubiläum auch eure großen Hits mitgebracht? Natürlich, es gibt eine ganz neue Version von einem Megamix 3.0 2020, haben wir den getauft. Und da sind einige Stücke noch mit dabei, die wir aus der Kiste rausgeholt haben und entstaubt. Und ich hoffe, das gefällt. Dann würde ich sagen, bestimmt auch den Verstand. Für den Eintritt brauchen wir da den Verstand weggeben. Ich glaube, da müssen wir den Verstand, ich liebe es, den Verstand beiseite legen. Abstand zum Verstand halten. Dann sage ich einfach, wir reisen gemeinsam ins Abenteuerland mit dem ganz neuen Megamix 3.0 2020 von PUR. Yeah.
schön, ne? Großartig. Ja, vor ebenfalls 40 Jahren begann eine große Schlagerkarriere als Maria Stella Simon Gorgoraglione. Oh, das klingt aber gut, wie du das sagst. Danke. Gorgoraglione. Gorgoraglione, ja. Als Maria Stella einen Plattenvertrag für ihren Sohn unterschrieben hat. Für Nino De Angelo. Und er hat uns heute sein ganz neues Werk mitgebracht. Gesegnet und verflucht. Wie oft stand ich schon allein im Regen? Heute weiß ich nur, so ist das Leben. Wenn du oben bist, ist alles einfach. Wenn's nach unten geht, bezahlst du dreifach. Für die Lügen, die du lebst, für die Wahrheit, die du drehst. Du wirst spüren, wie die Schuld dich zerfrisst. Für die Fehler, die du machst, für die Worte, die du sagst. Du wirst spüren, wie es ist, wenn dich niemand mehr vermisst. Gesegnet und verflucht, gefunden und gesucht, in Flammen und erfroren. Gewonnen und verloren, durch Ebbe und durch Flut, aus Asche und aus Blut, in Ruhe und im Sturm, bin ich wieder geboren, hab's tausendmal versucht. Gesegnet und verflucht, wenn du dich nicht liebst, wirst du nie lieben. Wenn du dich betrügst, wirst du betrügen. Willst du unbedingt hoch zu den Sternen, wird der Himmel sich von dir entfernen. Und verliere nie dein Gesicht, glaube mir, es lohnt sich nicht. Wenn du tust, was du nicht fühlst, dein Herz verspielst. Gesegnet und verflucht, gefunden und gesucht, in Flammen und erfroren, gewonnen und verloren, durch Ebbe und durch Flut, aus Asche und aus Blut, in Ruhe und im Sturm, bin ich wieder geboren, hab's tausendmal versucht. Verflucht. Herzlichen Glückwunsch zum 40-jährigen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch, Nino D'Angelo. Vielen herzlichen Dank, danke schön. Nino, endlich hast du wieder Lust auf neue Songs und auf ein neues Album. Sag mal, wie kam es dazu? Ja, also natürlich durch die Zeit, die wir alle durch müssen momentan, war ich ja gezwungen, irgendwo mich zu beschäftigen. Ja. Ja, und ich bin dann so tief in mich gegangen, dass ich dann irgendwann entschlossen habe,
ein neues Album aufzunehmen, also 12 neue Songs geschrieben, getextet, Songs entwickelt und ja, dazu kam natürlich, dass ich einen super neuen Produzenten gefunden habe, der aus einer ganz anderen Richtung kommt, nämlich aus dem Metal-Bereich und mit dem zusammen, das war halt so eine, also normal, wenn man vorher drüber gesprochen hätte, hätte man gesagt, nee, das funktioniert nicht, aber es hat funktioniert. Und wie? Und es ist ganz toll, es ist was Neues und das hatte ich ja auch angekündigt, das habe ich mir so vorgestellt, aber dass es dann letztendlich doch so wird, sehr schön. Da bin ich sehr gesegnet. Vielen Dank, Dino, dass du dein Jubiläum heute mit uns feierst und wir dürfen jetzt eine Künstlerin begrüßen, die noch ein bisschen länger als du auf der Bühne stehst. Vor 50 Jahren hat sie ihre erste Platte veröffentlicht. Ja, ja, und am 6. Oktober 1970 war sie dann mit ihrem allerersten Hit in der Sendung Saarbrücker Bilderbogen zu Gast. Wir schauen da mal kurz rein. Mr. Paul McCartney, weißt du, wie ich leide? Ohne Wort von dir bin ich einsam. Ja, 5 Jahrzehnte später hat sie in diesem Jahr Platz 1 der Charts mit ihrem aktuellen Album erobert. Und das Erfolgsgeheimnis 2020 lautet: Rosenberg singt wieder Rosenberg. Ja, und genau dazu passend heißt ihr ganz neuer Hit auch: Ich bin wer ich. Wir begrüßen unsere Kultsängerin Nummer 1, Marianne Rosenberg. Herzlichen Glückwunsch zum 50-jährigen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch, Marianne Rosenberg. Dankeschön. Wow, Marianne, du siehst fantastisch aus. Was für ein Kleid. Ja. Wow. Lass es gerne mal anziehen und eine Runde daran drehen. Ich werde es nach der Show vielleicht anprobieren. Liebe Marianne, sag mal, bist du denn bereit? Und möchtest du dich auch den neugierigen Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer stellen? Ja, sehr gerne. Dann würde ich sagen, Beatrice, wir steigen mal ein. Würdest du gerne manchmal mit deinem Hund tauschen? Oh, mein Hund ist hier. Also wenn der so im Studio liegt, unter dem Mischpult und so faul ist und schläft, dann würde ich manchmal schon gerne tauschen mit ihm. Jetzt fragt jemand, wie kann man denn deinen Tag retten? Mit Liebe. Mhm. Mein Album Im Namen der Liebe, das habe ich auf meine Fahne geschrieben. Und gerade, weil in Social Media, da gehen wir nicht immer gut miteinander um. Und das ist, was ich mir sehr, sehr wünsche, dass wir liebevoller miteinander umgehen. Und damit kann man meinen Tag retten. Sehr schön. Die Botschafterin der Liebe, das ist so schön. Absolut. Und jetzt wollen die Leute noch wissen, welches ist deine Lieblingsjahreszeit? Der Herbst. Und warum? Wegen der Farben, wegen der Temperatur. Ich liebe den Herbst. Ja, und wir lieben es, dass du jetzt im Herbst hier bei uns bist. Ja, aber eine Frage haben wir noch. Wie kam dir die Idee zur Fortsetzung von Marleen? Eigentlich durch die Jubiläumsedition, die ich für Im Namen der Liebe aufgenommen habe. Und da möchte man ja dann auch immer etwas anders machen, als es vorher war. Mhm. Und da hatte ich diese Idee mit der Fortsetzung. Wie ist die Geschichte ausgegangen? Och. Ja, hat diese Gazelle den Mann bekommen oder die kleine Schüchterne? Ja, das ist doch wunderbar, dass wir heute dann endlich die Geschichte erzählt bekommen von dir. Wir freuen uns nämlich jetzt auf diese wunderbare Fortsetzung. TV-Premiere auf der großen Eurovisions-Showbühne. Marleen, ein halbes Leben später. Marianne Rosenberg. Thank you.
Ich müsste dir fast dankbar sein. Und du, Marlene, bist du allein?